So, wir haben jetzt hier Geekporn angesagt, und zwar der 17er MacBook Pro ist angekommen. Ich habe es euch gespart mit Auspackung. Das ist eigentlich, das wird dir bestimmt bei vielen anderen sehen. Das Einzige ist, dass es jetzt so eine Art, was weiß ich, so Cappuccino-Kapseln-Teile hier auf der rechten Seite ist mit einfach nur dieses Teil hier. Und in die Kiste ist, genau wie mal bei meinem 15 Zoll, habt ihr auf YouTube oder die andere schon gesehen. Der Unterschied liegt daran, dass die beide Kiste, wenn ich die vergleiche, hier einmal 15 Zoll, denn zu verkaufen ist übrigens ab heute. Und die Kiste sind schon anders, also von der Tiefe sozusagen, von der Größe. Die sind viel, also die 17 Zoll Kiste ist viel dünner geworden, schlanker geworden, einfach weil es auf die Länge ist. Und zwar vorher ein 15 Zoll war es unten hier alles gelagert hier. Das ging hier eigentlich in die Tiefe. Nur mal zu Vergleich, auch eine interessante Geschichte ist hier, die zwei und hier meine 12 Zoll Powerbook Kiste. Man wird es kaum glauben, aber da drin war ein 12 Zoll. Und nur mal so nostalgisch gesehen, was man alles da drin bekommen hat damals, also jede Menge Zeug auf jeden Fall. Und ja, gab es auf jeden Fall viele Sachen hier. Also ich weiß nicht mehr, was es alles war. Hier mein Baby, der 12 Zoller, war relativ kompakt, also lebt immer noch. Wobei, also akkumäßig natürlich, der lebt ungefähr so 30 Sekunden und dann ist er, ja, der ist ein bisschen dreckig hier vor allem. Aber der wird noch heutzutage benutzt und das war damals, Anfang 2003, der Anfang von dieser, von diesem Modell, von diesem Look. Der hatte übrigens alles, was man heutzutage hat, außer dass er FireWire 400 immer noch hatte und dass er noch nur USB 1 hatte und er hatte noch ein Modem. Ein Modem, Auf jeden Fall, ach ja, genau, von die, das oben ist hier, also ist mein 15er dann. Wie gesagt, ich verkauf's, weil ich brauche das nicht mehr. Vorteil, der hat diese Geschichte hier mit Akku tauschen, was natürlich nicht mehr der Fall ist. Bei der 17er, weil der 17er ist jetzt bekannt, hat sowas nicht. Ist immer noch schön verpackt, nur mal ein Vergleich wie dünn die sind. Beide sind, glaube ich, genauso dünn, 17 und 15. Allerdings der 12 Zoll Powerbook, das ist schon ein krasser Unterschied. Der war viel dicker und wir haben letztendlich gemerkt, dass der 12 Zoll eigentlich genauso schwer wie mein 17 Zoll ist, so ungefähr. Das ist, glaube ich, sogar schwerer eigentlich. Das ist auf jeden Fall sehr interessant, um mal hier zur Vorstellung habe. 1, 2, 3 Äpfel. Genauso rum. Tja, der Witz ist, dass die Tastaturen genauso groß sind. Oder genauso klein, wie auch immer. So ungefähr. Sind schon größer geworden. Ein bisschen, glaube ich, weil die neue. Aber nicht viel, naja, nicht mal. Sind genau die gleiche Größe. Und das war schon so bei der Powerbook 17 Zoll. Also der ist weg dann. Und dann konzentrieren wir uns auf der 17er, aber ich lasse der 15er hier dabei wegen Glossy Display. Also jetzt Geekbones anfangen und für am Ende habe ich hier eine Überraschung für euch, auch nostalgisch. Kommen auch Fotos dazu. Das kann man nicht mehr öffnen, ohne das kaputt zu machen. Das gibt es da damals, aber. Und dann, das mal so, hopp. Na, der will nicht, hopp. So, voilà. So, hier, einmal, hopp. Haha, kein Glossy Display, weil ich habe mich schon genug gesehen so.
über die Monate. Und das wollte ich vergleichen, wenn man die zwei hier nimmt. Und zwar, hopp, 17er, 15er. Der 17er vor allem, der läuft. Aber ich würde der 17er anmachen, damit man nicht nur schwarz hat. Aber man sieht hier, man sieht schon, hier auf der könnte ich etwas zeigen. Ich könnte eventuell hier mal zeigen, der da ist. Also, weil das Ding schon zeigt, was alles hier ist. Ich habe übrigens, das ist ganz interessant, ich wusste nicht, ich hatte das hier intern gesprochen, ich habe hier eine US-Tastatur, das ist interessant. Ich wusste nicht, was ich letztendlich bekomme, habe fast eine deutsche Tastatur bestellt, aber letztendlich habe ich das korrigiert. Das geht nicht hier. Früher habe ich, weil als Programmierer ist es halt immer viel praktischer, dass man QWERTY Keyboard hat, aber es gibt zwei Art von QWERTY Keyboard. Das ist bei der 15er eine International QWERTY, das heißt 102 Tasten. Und hier bei der 17er, mein erster Laptop so, das wird dann interessant. Ich habe eine Taste weniger, ich habe nur 101 Taste. Das ist ein US Tastatur. Die Unterschiede ist nicht riesig, die Return-Taste ist hier mehr breiter statt bei der anderen. Ich lasse es die zwei vergleichen hier. Hier die Return-Taste ist breiter. Dafür ist diese Taste hier. So, also Pipe und Slash oder Backslash, wie auch immer, ist hier. Man verliert lediglich diese Taste hier. Diese Plus, Minus und Paragraphzeichen, die sowieso kein Schwein braucht. Und hier dieser Tilde statt hier ist eigentlich hier, weil die Shift-Taste ist eigentlich breiter. Also, da ist halt schwieriger zu erklären, aber ich würde Foto machen, damit man sieht den Unterschied hier. Das ist wirklich amerikanisches. Das heißt, meine amerikanische Freundin werden da nicht mehr das komisch finden, was ich für eine Tastatur habe. Ich versuche hier weiter zu gehen, tack, damit man sieht, schon einigermaßen. Genau, jetzt kommt, glaube ich, Welcome. Ja, und da sieht man nichts eigentlich. Also. Und hier sieht man übrigens Licht da. Das ist ein Licht bei mir oben. Das ist schon, man sieht auch, wie dreckig es ist. Laut ist er auch genug, glaube ich. Also ich mache der Ton runter. Ansonsten, was man alles hier abt, die Unterschied zwischen die zwei ist nicht riesig. Von dieser Seite, das ist natürlich das Gleiche, genau das Gleiche. Von der anderen Seite ist allerdings das Einzige, das unterschiedlich ist, ist man hat ein USB mehr. Ansonsten genau das gleiche. Hier wird man denken, dass es unterschiedlich ist, weil halt es ist mein Kartenreader hier. Den habe ich auch gehabt. Also hier nochmal 1, 2, 3 und der geht auch hier rein. Ist noch ein SD-Kartenreader von SanDisk. Die Freunde von SanDisk. Okay, das war's ungefähr. Wenn es Fragen gibt, einfach auf pumpcast.com stellen. Wir sind morgen und übermorgen bei der Civit, wo wir bestimmt nicht so viel Macs sehen werden. Und das allerletzte, das ich zeigen wollte, war... Was? Ich dachte, Johann hat was gesagt. War der Rechner, hat, glaube ich, was gesagt. Was ich zeigen wollte, war meine Mac Mini von Urban Media Center, habe ich zurückgebracht. Und zwar, weil es, glaube ich, interessant zu sehen, was es damals bei die allererste Mac Mini G4 gab. Und zwar, es gab sogar ein Modem, Option 50 Euro, habe ich damals nicht genommen. Und es gab nur zwei USB und es gab immer noch FireWire 400, naja. Und es gab kein Line-In. Das ist genau das gleiche als die neue, außer dass die neue viel schneller sind. Und ich überlege gerade, dass ich vielleicht eventuell dann ersetzt durch eine neue. Und sonst, das war 1, 2, 3, 4 und der Mac Pro, der nebenbei da ist. Und das war's für heute.